Nur der Bär macht nichts. Der hat kein... Ach, der hängt einfach so. Der gibt aber 600 Erfahrungspunkte, der Secret Buggy Bär hier. Das Städtchen sieht übrigens auch sehr interessant aus. Also es sind nicht immer nur die plumpen paar Gebäude mit der Mauer drumherum, sondern Bär bringt Nahrung. Mir wird angezeigt, was der Bär bei sich trägt. Ah, auch nicht schlecht. Der Bär hat eine Nahrung dabei gehabt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so eine Art Running Gag jetzt hier gerade war. Was? Ihr habt ja die ganze Nahrung, gell? Ja. Das war mein Questlog, nicht die W-Taste. Also ja, die Laufgeschwindigkeit meiner Einheiten erhöhen, das wäre auch sehr vorteilhaft. Aber wie gesagt, erstmal noch einen Punkt in Führungskraft, damit wir die Paladine 1 upgraden können. Und ja, wenn ich irgendwann den Dämon oder Magier verlieren sollte, dann sei es halt... rum. Weil ich muss ehrlich zugeben, bis auf ein paar bestimmte Einheiten, also vielleicht so einen Ogre oder einen Phantomkrieger, mag ich die Single-Target-Units in dem Spiel nicht ganz so sehr. Also ja, was hätten wir noch immer geholt? Von den Zwergen vielleicht? Ein Katapult oder Dampfpanzer? Nee, halt, Dampfpanzer waren Goblin-Einheiten. In dem Fall sind Dampfpanzer Goblin-Einheiten. Weil die Gobbos sind in diesem Spiel ein sehr krasses Volk, was ich sehr mag. Da freue ich mich nachher, wenn wir, Achtung Spoiler, in die Gobbolande kommen. Also ja, wir haben die Goblins schon kennengelernt. Deswegen ist es jetzt kein so großer Spoiler, dass es auch irgendwann mal Goblin-Städte und so geben wird. Bereit. So. Was? Einfach mal die Krypten am Wegesrand dezimieren. Auch wenn die nicht wirklich gefährlich sind. Ich meine, die kleinen Skelette hier, die halten ja nichts aus. Ja, Sir. Euer Feind ist mein Feind. Also mal gucken, was wir im ersten Dorf erfahren und ob wir da Nebenquests kriegen. Wie gesagt, wir können uns dann erstmal hier unten in dem Gebiet umsehen. Ich würde sagen,
Das Eck da sollten wir noch meiden, wenn da die Elfen sich befinden. Sir. Auf zum Sieg! Bereinigt den Friedhof im Südwesten. Die alte Straße zur benachbarten Stadt ist wegen der Leichen, die auf dem Friedhof wieder zum Leben erwacht sind, ebenso begehbar wie die Hauptstraße. Sie müssen besiegt Endlich werden. Endlich naht Hilfe! Ich begann schon zu glauben, man hätte uns in der Hauptstadt vergessen, obwohl wir unsere Steuern regelmäßig gezahlt haben. Wohlan, beklagt euch nicht weiter. Was ist euer Problem? Die Dinge, die hier vor sich gehen, es ist schrecklich. Elfen greifen unsere Krieger an. Sie haben alle Arten von Monstern auf uns gehetzt. Sie lassen nichts und niemanden am Leben. Und wir müssen kleine Kinder ernähren. Ja, wir haben schon von diesen Kindern gehört. Macht euch keine Hoffnung auf eine materielle Wiedergutmachung. So sind Elfen nun einmal. Ich werde das klären. Wartet auf uns, Soldat. Die Elfen sind weit entfernt und wir müssen dies jetzt klären. Ein von den Elfen geschicktes Monster hat sich auf der Hauptstraße niedergelassen. Es frisst jeden, der in seine Nähe kommt. Es gibt einen Umweg über den Friedhof, aber dort werden lebende Leichen gesehen. Helft uns, befreit die Stadt vor den Untoten. In Ordnung, dies ist nicht das erste Mal, dass ich Leichen erledige. Okay. Ja, wir könnten hier unsere bisherige Nahrung verkaufen. Wir könnten auch hier Schwertkämpfer anheuern, weil es ist ein Einsergebiet, eine Einserstadt. Mit Vergnügen. Also ja, der Friedhof ist hier. Die Hauptstraße sollen wir meiden, heißt es. Wegen dem Monster. Das heißt, wir gucken uns erstmal das Waldgebiet hier an. Okay, das Waldgebiet können wir betreten, ja. Ist halt die Frage, kommen wir dann überhaupt hier hoch? Also das Schlachtfeld da sieht zum Beispiel schon mal nicht sehr einladend aus. Also ich will gucken, ob hier was versteckt liegt. Weil das hier ist doch ziemlich abseits und sehr, sehr leer. Ein paar Wildschweine. Ansonsten ist hier nichts. Okay, das war jetzt schon fast Zeitverschwendung. Wir haben aber halt die Möglichkeit, hier querfeld einzugehen. Also das war das Gebiet hier. Dann können wir erstmal hier runtergehen und das abgrasen. Bevor wir dann ein Stück weit der Hauptstraße folgen zu der anderen Abzweigung. Zum Glück ist es nicht von der Stadt abhängig. Jawohl, Sir. Also von der Stufe der Stadt nicht abhängig, ob man Einheiten upgraden kann. Muss einfach nur in der Stadt sein. Und die meisten Einheiten haben zwei Upgrade-Stufen. Oh, hallo. Elfen? Hm.
Okay, Elfen haben hier Menschen angegriffen. Mit uns haben sie allerdings keinen Streit. Ich glaube, die haben immer noch Respekt vor Magiern. Also vor Battle Mages. Ach so, und hier ist die Elfenstadt. Okay, dann ziehen wir ab. Also, ich kann, glaube ich, so garstig sein und sagen, greift die Elfen da an. Dann würde ich es mir mit denen wahrscheinlich verscherzen, oder? Ich würde zwei Erfahrungspunkte kriegen. Die schicken dann garantiert neue Verteidiger dann darunter. Die jetzt dauerpisst auf mich sind, ist die andere Frage. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal, wo ihr Dorf ist. Und ja, um das Ganze jetzt ein bisschen rollenspieltechnisch zu rechtfertigen, wir haben das die Soldaten aus dem Dorf unterstützt. Ist echt die Frage, wo ist diese Bestie gewesen? Ich erinnere mich nämlich noch an diese Monstrosität. Ich weiß nur nicht mehr, war sie hier gleich? Und? Schnell, gehen wir! In Ordnung. Ja, da ist der kriechende Tod. Genau das Viech müsste es gewesen sein. Und Lykatropen sind auch dabei. Den sollten wir uns allerdings anlegen können. Versuchen wir es einfach mal so kurz vor Ende. Der kriechende Tod ist zwar sehr zäh, allerdings haben wir ja Schwertkämpfer. Erstens war das schreckliche Monster, das ihr eh gesehen habt. Wir müssen es der Gilde melden. Glian, was ist das? Was für ein prächtiges Schmuckstück. Das ist sicherlich keine Elfenarbeit. Wir müssen es herausfinden. Töte das Monster, das die Hauptstraße blockiert. Oh. Okay. Nee. Also ja gut, lassen wir die Elfen Elfen sein. Also ja, auf der einen Seite würde ich gerne noch wissen, was hier oben ist. Aber auf der anderen Seite begeben wir uns jetzt erstmal hierher zum... zur Kreuzung. Hier geht's zur Mühle.
Und zum Holzfällerlager und allem anderen auch. Okay. Also, ich würde sagen, wir speichern hier mal wieder. Unser Let's Play überschreiben. Und dann gibt es einen Cut. Also, bis gleich.